in Real Life auf dem Kopf hier. Naja, was soll's. Jedenfalls wollte ich euch nur ganz viel Spaß bei meinem neuen Video wünschen. Es ist mal wieder ein Food Diary, what else? Also ich mache ja meistens Food Tests oder Food Diaries. Von daher, das ist wieder ein Food Diary für euch. Und ja, diesmal habe ich ein kleines Special eingebaut. Und zwar bin ich am Ende in Leipzig gewesen. Genau. Wow, Gedächtnis, dies, das. Ich war in Leipzig, also da war noch kein Lockdown und es war auch beruflich und habe euch einfach ein bisschen noch so eingeblendet, was ich dort gegessen habe. Also ich habe jetzt da nicht die Kalorien dazu geschrieben, weil da habe ich auch den ganzen Tag ja gar nicht gefilmt. Von daher, ja, habe ich einfach noch so ein bisschen Impressionen. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Also es sind auch 6 normale Tage und dann noch ein bisschen Impressionen. Genau, also jetzt viel Spaß. Beginnen wir den Tag mit einem richtig leckeren Frühstück. Das sieht richtig eklig aus, I know. Aber es war super lecker. Das war so ein, ja, so ein Superfood-Smoothie-Bowl mit Chiasamen und Nüssen von The Fittery in Berlin. Das ist super, super lecker gewesen. Sieht zwar eklig aus, aber war sehr, sehr lecker. Und dann ging es gesund weiter. Dann gab es eine Runde Lebkuchen. Diese Lebkuchen-Minis, die sind gefüllt. Die sind super lecker auch. Genau, da gab es so 3 Stück in Zartbitterschokolade. Und dann gab es noch ein bisschen Schokolade nachmittags. Ja, ich hatte richtig, richtig Bock. Einfach so einen kleinen Teller mit Schoki. Also habe ich einfach von den Leibniz-Keksen mit Spekulatius. Dann die Spekulatius-Schokolade von Milka, die auch echt super gut ist. Und dann noch 3 Lebkuchen. Ich bin schon richtig in Weihnachtsstimmung, sage ich euch. Aber Lebkuchen gehen eh immer. Und dann gab es zum Abendessen aber auch was Herzhaftes, und zwar wieder so Linsenchips. Die finde ich ja immer richtig gut. Das sind ja die mit Chili, die süß-sauer Chili oder sowas, von Heimatgut. Die sind ja meine Lieblingssorte mitunter. Ja, die bestelle ich auch immer bei Proteinprojekt. Ja, Sweet Chili Linsenchips, die sind einfach 1A. Und dann noch Hefeflocken dazu. Perfekt. Und dann zum Nachtisch gab es einen Brownie. Den habe ich mir in einem Café mitgenommen. Und ein, also noch ein bisschen Nussmus dazu und dann noch so einen geilen Karottenkuchen. Der war auch unglaublich fudgy. Der hatte obendrauf noch so eine Nussmus-Schicht. Seht ihr das? Also es war so voll der Foodporn. Also richtig, richtig gut. Ja, und am nächsten Tag gab es dann ein kleines Frühstück, also eine kleine Smoothie-Bowl sozusagen mit meinen Superfoods-Pulvern und noch ein bisschen Marmelade zum Süßen, weil die an sich ja nicht so süß sind, sondern eher, ja, die sind ja gar nicht gesüßt und da braucht man immer noch manchmal was zum Süßen dazu und dann noch ein paar Nüsschen rein. Und dann gab es meinem Food News Video noch das süße, so einen süßen Joghurt mit der Ecke. Der war ganz, ganz goldig. Hat so kleine Rentiere. Habe ich mich im Food News Video schon riesig drüber gefreut. Also Joghurt mit der Ecke. An sich schmeckt der aber ganz normal wie jeder andere Joghurt mit der Ecke. Und am späten Nachmittag wieder so ähnlich wie gestern einen großen Snackteller mit Schokolade, Keksen, dann Marmelade, Lebkuchen und ja, noch eine Handvoll Studentenfutter und Nüsschen. Ja, es ist halt echt immer so, wenn die Food News Videos sind, dann hat man erstmal ein bisschen geiles Essen da. Und dann gab es aber natürlich auch noch von Lecker Protein Projekt meine Kokos- oder meine Proteinschokolade. Die habe ich auch immer da. Die ja, durfte dann auch nicht fehlen. Dann gab es dann auch noch so eine halbe Tafel von, die ist ja mit Kokosblütenzucker gesüßt und schmeckt super, super lecker. Also auch gar nicht zu wenig süß, sondern genau richtig. Und dann zum Abendessen gab es wieder ein bisschen Nudeln. Da mache ich immer noch mal ein bisschen Sojasauce drüber, dann ist richtig gut. Dann Linsenchips und noch ein bisschen Ofengemüse und Hefeflocken natürlich. Die dürfen beim Gemüse einfach nicht fehlen. Also ich mische die da echt immer so gerne unter. Also ich mische die dann immer so langsam unter und dann gehen die so langsam, ja, verschmelzen die so. Das ist richtig geil. So, dann gab es noch mal Kuchen zum Nachtisch und zwar auch wieder aus einem Café. Das war aus einem Café Kanna. Das war auch so ein Gewürzkuchen gewesen, so ein Nussgewürzkuchen. Und dann noch so einen kleinen Peanut Butter Bite, das ist wie so ein Peanut-Riegel. Noch ein bisschen Rosinen und ja, noch ein bisschen Marmelade. Und dann ging es am nächsten Tag wieder so eine ähnliche Bowl. Also hier seht ihr auch mal, ich mache das mit dem Chocolate-Proteinpulver. Mache ich eben diese Schokoladencreme und noch mit Chocolate Lover. Und mit dem Skinny-Protein, das ist das, was so grün ist, mache ich dieses Grüne. Ja, und dann mixe ich das eben immer nochmal mit irgendwas zum Süßen. Nehme zur Zeit eben Marmelade zum Süßen und noch ein bisschen Schoki.
noch ein bisschen mehr Schoki. Ja, dann gab es noch eine ganze Tafel Schokolade. Ja, oder halt eher gesagt die Reste, die ja noch übrig waren vom Food News Test. Und das ist die Sorte gewesen Schneewunder. Die ist meine Lieblingssorte von den Milka-Sorten. Wirklich, die ist 1A. Also die müsst ihr euch unbedingt mal holen. Und dann noch ein bisschen für die Gesundheit. Gab es nochmal von meinem Skinny-Protein so eine kleine Schüssel. Ja, ich liebe das. Manchmal auch einfach so pur. Also ihr wisst, ich habe einfach einen komischen Geschmack und manchmal brauche ich dann irgendwie so ein bisschen wieder was Herzhafteres. Und ja, liebe das einfach mit irgendwie Kokosmilch oder so gemischt. Richtig gut. Und dann dürfen natürlich Proteinriegel auch mal wieder nicht fehlen. Gab es von Hey, mein Lieblings-Crisp-Bite, also Crispy Bites. Und dann noch drei Lebkuchen und noch ein bisschen von der Konfitüre. Übrigens ist die auch echt lecker. Also beide Sorten, die ich gekauft habe, fand ich auch sehr, sehr lecker und vor allem sehr, sehr weihnachtlich auf jeden Fall. Zum Abendessen, dann back to the usual. Ja, es geht halt einfach auch mal super schnell. Und ich habe halt immer diese ganzen Chips und Proteinflips und sowas da vom Proteinprojekt. Da kann ich gar nicht anders. Und ja, die sind auch immer sehr, sehr lecker. Von daher gab es dann mal wieder. Und als Night Snack wieder eine Riesenplatte mit meinen Leckereien. Ja, da gab es mal wieder Food News Video. Und da habe ich dann erstmal von der Lindt Schokolade noch was gehabt, dann diese Oreo Schokolade und ja, noch ein bisschen Nussmus. Von allem etwas eben. Am nächsten Tag wieder, das war eigentlich mein Lieblingsfrühstück, einfach die Zeit, einfach mit diesem Schokoladenpulver und dem grünen Protein, so eine gute Bowl und dann eben noch gesüßt, noch ein bisschen Schoki dazu, aber auch noch dieses Kokoszucker gehabt. Also ja, die Kombi mag ich. Und ab und zu nasche ich dann immer noch zwischendurch solche von Werthers, diese mit Vanille gefüllten Bonbons. Die waren auch richtig gut. Ja, sonst ja, diese Soft-Eclairs. Und ja, die snacke ich manchmal auch noch immer so zwischendurch. Da hatte ich dann mal wieder eine größere Menge, aber die sind echt cool. Also die sind so richtig fancy gefüllt. War mal ganz cool. Also kleben schon in den Zähnen, aber lohnt sich manchmal auch. Ja, dann gab es nämlich nachmittags nochmal so eine kleine Schüssel mit Nüsschen, also Studentenfutter, dann ein paar von den Eclairs, ein bisschen Schoki und noch, ja, also ein bisschen Weißschoki und ein bisschen Oreo-Schoki. Genau, die Weiße ist so von Lindt, so eine neue Sorte. Und dann gab es noch einen Riegel, das ist der Low-Carb-Riegel Schoko-Banane. Den, ja, habe ich einfach nochmal vorm Training gesnackt. Da waren die Gyms noch offen und ja. Dann gab es nach dem Training eine große Portion Sushi und ja, mit Avocado einfach. Das ist ja meine Lieblings-Sushi-Sorte meistens. Und dann noch mit Wakame, ganz, ganz viel Wakame. Die haben eine richtig große Portion da gehabt, fand ich total lieb. Und noch eine Portion Edamame. Und dann als Nachtisch habe ich mir mal wieder ein Lini-Bite geholt, oder eher gesagt, was ist geholt, aus meinem Fach geholt. Und dann noch Lebkuchen dazu. Und ein Salted Caramel Brownie, der war auch so geil. Das ist so ein Lava Cake gewesen. Also ich fand die richtig, richtig gut. Es war immer wieder so, ich erinnere mich diese Dr. Oetker Sachen immer irgendwie an Kindheit. Also ich habe immer früher diese ganzen Kuchen gegessen und ja, muss noch erstmal wieder sein. Gut, am nächsten Tag gab es dann wieder mal Porridge und zwar, ja, habe ich wieder Liebe zu meinem Haferschleim gefunden. Das Rezept findet ihr bei Instagram, wirklich auch unter der Kategorie Haferschleim. Ja, ist einfach nur Haferflocken und dazu eben noch Birne und Marmelade und ein paar Rosinen. Und dann zwischendurch mal wieder ein Snackteller mit Schokolade, also mit der Lindt-Schoki, mit den Oreo-Bites und den Soft-Eclairs. Also eigentlich so die Schoki, die ich auch die ganzen Tage schon vernascht habe und gekillt habe. Also ja. Genau. Und dann haben wir ja auch im Food News Video unsere. Übrigens, guckt gerne mal bei unseren Food News Videos vorbei. Bei meinen, unseren. die mag ich auch richtig gerne. Wow, ich gucke es mir nicht selber an. Aber ja, erstmal gab es dann Kinderpinguin in Kirsche. Genau. Und dann gab es noch einen von diesen Muffins. Ich nenne es jetzt Lava Cakes, ich vergesse den Namen immer. Und dann noch ein lecker Protein-Crispy-Riegel und noch ein bisschen Nussmus dazu, noch ein bisschen Marmelade. Das ist übrigens alles auch super gerne pur, ne? Also ich kann super gut auch Nussmus pur essen und Marmelade. Und ja, soll ich nochmal ganz kurz zeigen, wie pornös bitte der Lava Cake ist?
Ja, zum Abendessen gab es dann mal wieder einen Salat, richtig gut von Stadtsalat mit Kaki. Es war diesmal was ganz anderes. Dann Parmesan, dann haben die immer so geilen Erbsenhummus und Guacamole. Und dann noch als Soße hatte ich Chip-Tole-Soße. Die war auch mal wieder gut. Und zum Nachtisch gab es mal eine kleine Snackplatte. Da gab es nochmal eins von diesen Protein-Crispies oder diese gefakten KitKat-Riegel eben oder was es ist. Keine Ahnung, wie man es mal nennen soll. Dann eine Mandarine, dann noch ein lecker Proteinriegel von Eat Natural und noch ein bisschen Schoki und Bananenchips und Nüsschen. Ja, genau. Wieder ein sehr leckerer Abschluss des Tages. Und am nächsten Tag zum Frühstück gab es nochmal einen Froop. Hole ich mir sonst auch gar nicht sowas. Aber war mal ganz lecker wieder zu essen. Also wie gesagt, alles über so die Überbleibsel aus dem Food News Video. War mal wieder total lecker. Also kann man ja auch immer mal machen. Und dann habe ich aber erstmal noch, weil es mir ein bisschen zu wenig war, noch ein bisschen Cashew-Mousse leer gelöffelt. Ja, das war dann leider leer. Aber ja, da kam natürlich bald auch wieder Nachschub. Also ihr kennt mich ja. Nicht ohne Nussmus. Und ja, dann gab es zum Mittagessen sozusagen eine kleine gemixte Platte mit einmal Quinn-Bite, dann Protein-Bar, noch ein bisschen Schoki und noch einem Froop, die Sorte Mango. Sind sogar auch echt ganz, ganz lecker. Also kann man mal machen, wenn man auf Froop steht. Als Snack abends, also ich snacke immer so gegen 18 Uhr halt nochmal was, weil ich ja dann immer nochmal produktiv bin und entweder zum Sport gehe oder was für die Uni mache. Und dann gab es erstmal noch ein bisschen Schoki und noch ein paar Datteln. Zum Abendessen war ich dann mit einer Freundin essen und da haben wir erstmal wieder, also hatte ich ja diese Hähnchenspieße, die sind so geil mit Erdnusssoße, dann noch Edamame. Und dann hatte Mel noch so einen Curry. Da ja, darf ich auch immer ganz fleißig von essen, weil sie das eh manchmal alles schafft. Weil es echt viel ist. Und dann ja, machen wir das immer so, dann teilen wir ein bisschen. Also es war sehr, sehr fein. Und zum Nachtisch gab es zu Hause dann einen Cliff Bar gefüllten und noch einen Quinn-Bite und noch ein bisschen Schoki und ein Coffee Dream von Ermann. Der war wirklich unfassbar gut. Also so fluffig und da war noch so eine Vanillesoße unten dran. Also ja, 10 von 10 Punkte jetzt so im Nachhinein auf jeden Fall. So, und hier beginnt der Part Leipzig. Ja, also abends auf dem Hotelzimmer gab es erstmal Bueno, richtig, richtig lecker. Ja, ein bisschen TV geschaut, der Boy, und zwei Buenos vernascht. Und das war jetzt zum Beispiel ein Abendessen. Das war ein Salat mit so gefüllten Zucchini-Häufchen. Das war echt ganz cool. Also, ja. Meine Begleitung hatte auch einen Salat mit so Hähnchen und ja, ich habe mich für die Veggie-Variante entschieden. Dann Frühstück war zum Beispiel ja, Brötchen, ein Croissant natürlich, dann das Brötchen drauf, Lachs und Käse und ich liebe es ja, dass man so viel Gemüse und sowas auch noch morgens hat, noch ein bisschen Mozzarella und ein Kaffee. So, mittags gab es dann bei uns mal in so einem Rollercoaster-Restaurant, da haben wir es geteilt. Also einmal Brot mit Aioli, das war auch richtig geil, und Bratensoße, geil. Dann noch so gedünstetes Gemüse und eben Kartoffelspalten oder so Pommes eben. Ja, dann waren wir richtig geil in so einem Café, wo wir French Toast hatten. Ich hatte noch nie in meinem Leben French Toast gegessen. Das war auch ganz lecker. Also hatte jeder von uns eins uns geteilt und mit so Ahornsirup drauf. Richtig lecker. Und dann Abendessen im Hotel waren dann Sushi. Also einmal mit Mark, also wie heißt das, mit Rettich gefüllt und Edamame. Und währenddessen haben wir noch ein bisschen Fernsehen geschaut. Und ja, genau. Dann gab es Night Snack noch ein bisschen größer was. Haben wir uns noch Linsenchips geholt. Dann hatte ich schon am Vortag, das war meine Packung Tafel Schokolade, die hatte ich schon im Zug schon was gegessen. Dann hatte ich noch, also jeder von uns noch ein Duplo. Die Mandarine war meine auch. Dann hatten wir noch ein Bueno, das wir uns noch geteilt haben. Und ja, dann noch ein bisschen Gummibärchen. Also ja, das war lecker, ne?
Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß dabei. Erzählt mir auf jeden Fall mal, was ihr davon am leckersten fandet oder ja, was ihr zurzeit richtig, richtig gerne esst. Das interessiert mich immer total. Ich suche auch mal ein bisschen nach Inspiration, dass ich mal ein bisschen was anderes esse. Naja, aber ihr kennt mich, so bin ich eben. Und von daher, ja, folgt mir auch gerne hier, dann verpasst ihr auch kein Food Diary. Gebt dem Video einen Daumen hoch und bei Instagram könnt ihr auch mal vorbeischauen. Ganz viel Selbstliebe, ganz viel. Da gibt es auch die Rezepte dazu, noch viel lecker Food. Und genau, also habt einen ganz schönen Tag.